Ja, Patricia Haas hat es geschafft und ist ins Viertelfinale des Wien Futures eingezogen. Vor mir steht nun ihre Mutter, Martina. Wie zufrieden bist du mit dem heutigen Auftritt von der Patricia? Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil Patricia ein bisschen verletzt beginnt. Sie hat so ein bisschen die Halswirbel verschoben und mit dem linken Auge hat es ein bisschen Probleme gehabt, hat es trotzdem gewonnen. Und das ist auch eine Kunst mit nicht so gut im Spiel, trotzdem das schaffen zu gewinnen. Mhm. Hat das mit den Atemproblemen zu tun gehabt, diese Wirbelsäulenprobleme? Diese Probleme sind schon in dritten Game eingetreten. Okay. Und ich glaube, das war toll. Ja. Also jetzt mit viel Kampfgeist auch noch umgedreht. Das ist etwas, was generell deine beiden Töchter sehr auszeichnet, oder? Genau. Ist auch die Barbara. In diesem Spiel, denke ich, war das so Prestigeduell zwischen die zwei, weil die Patricia und die Pia, die spielen seit klein auf miteinander. Und ich glaube auch, dass beide sehr nervös waren. Mhm. Und die Patricia, für Patricia war halt gute Ende. Ja. Was glaubst du, was für die Patricia hier noch drinnen ist? Für Patricia ist gegen jeden immer alles drinnen, aber sie kann auch gegen jeden verlieren. Das ist ja ihr Problem. Sie muss ein bisschen konstanter werden. Mhm. Okay, danke dir vielmals.